Ja, hallo und herzlich willkommen zu Star Control 2. Wir wollen nach... wo wollten wir hin? Frauen besorgen. Nach Alpha C... Schlag mich tot. Serikov. Star Map. Sekunde. Vorbereitung. Also... Alpha Serenkov ist hier irgendwo. Hier irgendwo. Gamma Mira ist es hier. Alpha Serenkov. Da wollen wir hin. Gut, dann fliegen wir dahin. Wollen wir mal schauen, ob wir dem Admiral Zax irgendwie die werten Damen aus den Rippen leiern können. Aber da er ja als Perversling gilt, müssen wir da ja eigentlich ganz gute Chancen haben. Schauen wir mal. Das machen einige unserer Freunde, die Kunk sind immer noch auf dem Rückweg, das ist gut. So. Planet 1 ist da. Okay, dann wollen wir mal schauen. Admiral Burks. Einparken. Ah, ja. Human visitors. What a treat. In der Tat. I am Admiral Zax. Natürlich. Please, do not be frightened. Bin ich nicht. Unlike the rest of my species, I enjoy humans. Wie genau? You may know me by my reputation. My leadership of Vox forces during the war with your lives. I assure you that this behavior, a sad necessity of those times, belies a much kinder, gentler being. Okay. Please, be welcome. Yeah, yeah. We can get to know one another. Okay. Expand our interspecies relationship. Mm-hmm. But wait. How silly of me. You aren't here for polite repartee. Da hast du recht. You have come for my show-fixing maidens. Woher weißt du das? Hat der Melder mir hin leider wieder geklappert? What are you doing here? Ah, such a good question. Danke. But you always were a bright species. Mm-hmm. I will explain. After the Great War, in which I played some small part, the Vox High Council, in recognition for my services, granted me this planet, so that I might pursue my hobby without disturbing the general Vox pockets. Verstehe. I am a collector, you see. Ja, ja. I have the finest menagerie of beautiful creatures in all space. A menagerie? Is this a collection of animals, like a zoo? Fragt er, obwohl er es schon an besser weiß. Oh no, Captain. Not mere animals. My menagerie contains only the most beautiful creatures in the galaxy. Each of my children, as I like to call them, has a wonderful set of traits which make them unique and special. Especially to me. Nudge, I have nudge. A complete variety of beasts from as far away as Procyon and Vega. No, this is not just some zoo. I have worked diligently for many years to craft my menagerie, to gradually improve it. Perhaps you can't tell, but I am rather proud of it. Uh-huh. Alas, there's one creature, one gorgeous animal, which I do not yet possess. I would give almost anything for that creature, Captain. Aha, okay. Um,
At Musex, why don't you attack us, as all other logs have? Because I like humans, Captain. I respect and admire your species. I do not share the bigoted views of most of my people. Mhm. Bist also quasi sehr enlightened. Das ist gut zu erfahren. Admiral Zax, why do you like us? We thought all Vox hated humans. No, no, not all Vox, Captain. Most, but not all. It is true, when the majority of my people view one of your species, they are forced to regurgitate. Das ist nicht but gut. There are those among us who've grown beyond such childishness to take a more liberal view. Liberals, really, the few sophisticates are not subject to the whims and fads of current fashion. Mm-hmm. Our likes and dislikes are strictly based on personal preference. We see the beauty in you humans, the value in a long-term relationship. You are different, yes. Yeah. But personally, I like difference. Okay. In fact, I adore it. Mm. Your physique is so wonderfully varied. Yeah. Your multitudinous rigid appendages, your tiny double eyes, your varied skin coloration, yeah. And the delightful patchwork of hair covering only parts of your bodies, leaving other parts bare and smooth. Value your species, Captain. I see you as just people, like us Fox. Okay. Okay, if we went and got this little critter for you, would you give us the Shafixti Maidens? Hmm. What an interesting proposal. I never would have thought of such a wonderful idea myself. You are a genius, Captain. In der Tat. In answer to your question, yes, I accept your offer. Oh, da kann ja auch nichts schief gehen. To me, and I shall give you the Shafixti Maidens. Kein Problem. I will even provide you with a clue to finding the creature's native planet. Good. My source for this information is an ancient wildlife handbook written millennia ago by some unknown alien author. Mm-hmm. The pertinent passage goes as follows. Demise. It basks in yellow light within the constellation Lynch-na-plo. We have translated Lynch-na-plo to mean approximately the long, thin creature who has swallowed the huge beast. I am afraid this is all that I know. I hope it is sufficient. Certainly, my smooth-skinned friend. My source for this information is an ancient wildlife handbook written millennia ago by some unknown alien author. The pertinent passage goes as follows. Demise. It basks in yellow light within the constellation Lynch-na-plo. We have translated Lynch-na-plo to mean approximately the long, thin creature who has swallowed the huge beast. I'm afraid this is all that I know. I swallowed hope it is sufficient. Huge beast. Okay. Mm-hmm. Goodbye. Goodbye, beautiful human. I hope we can meet someday as friends. Perhaps even more? Okay. So, dann, ja. Long, thin creature who swallowed a huge beast. Könnte ja ein Sternbild sein. Gucken wir uns mal unsere Star Map an. Huge beast. Jetzt müsste ich mal meine Übersetzung der Sternbilder haben. Eine Sekunde mal kurz. Ja, und da bin ich wieder. Also,
Ja, das die Deutschnamen haben uns nicht wirklich weitergebracht. Was uns aber weiterhelfen dürfte, ist die dem Spiel beiliegende Star Map. Da sind nämlich freundlicherweise die Constellations eingezeichnet. Also nicht nur die Sterne wie hier, sondern tatsächlich auch die quasi die Verbindungslinien, die dann die Sternbilder quasi ausmachen. Und wenn man da dann mal etwas von links nach rechts und von oben nach unten alles abscannt und sich mal die einzelnen Constellations anguckt, welche der Beschreibung entsprechen, also was hat er gesagt? A long thin creature swallowed a huge beast. Da kommen wir zu dieser hier. Das ist nämlich hier, das ist die, also vom Prinzip sieht das Ding so aus, hier. Hier, 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 hier. Also das hier ist quasi lange, dünne, ja, Schlange oder was auch immer. Und hier ist sozusagen mittendrin so ein riesiger Buckel, so als hätte dieses lange Ding tatsächlich etwas verschluckt. Da braucht man schon etwas Fantasie zu. Was die ganze Sache allerdings noch etwas angenehmer macht oder was man sozusagen als halbe Bestätigung auffassen könnte, er hatte ja irgendwas gesagt, das Ding hieße Lynch Nass Plot oder so in der Originalquelle. Und wenn wir uns da mal hinbegeben, dann werden wir sehen, dass der Name dieser Constellation oder dieser Sterne ziemlich ähnlich ist. Die heißt nämlich Lynkis, oder also von Lynx, dem was ist denn da? Irgend so ein Katzenvieh. Also ihr wisst schon, ne? Lynx. Lynx und in der Originalquelle stand Lynch. Wenn es nicht David Lynch sein soll, ist es wahrscheinlich Lynkis. Und da müssen wir jetzt hin. Das ist wirklich ein bisschen tricky. Also man muss tatsächlich sich die Mühe machen. Also ohne die Star Map hat man da echt schlechte Karten, weil wenn man nicht weiß, wie die Constellations aussehen, aus diesen Sternenhaufen dann sozusagen zu schließen, was da die Constellation ist und wie die sozusagen geformt ist, das wäre ein bisschen viel verlangt. Aber so war es damals halt. Da waren die Packungsbeigaben, die es damals ja gab, tatsächlich auch noch immer so eine Art halber Kopierschutz. Und hier hätte jetzt ein Raubkopierer, der hätte jetzt hier Bauklötze gestaunt und nicht gewusst, was er machen sollte, weil er hätte ja auch nicht im Internet nachgucken können, das gab's ja nicht. Deswegen war das schon gar nicht so blöd. Allerdings tatsächlich ein bisschen tricky und also für heutige Verhältnisse, huiuiui. Ne? Also, ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, sich hier die Constellations einblenden zu lassen, weil das würde die Sache noch ein bisschen vereinfachen, weil dann würde man einfach sehen, dass dieses Ding vom Prinzip wie eine Schlange aussieht mit so einem, ja, als hätte die einen Kasten verschluckt. Also mit bisschen Fantasie und wenn man dann auch noch da Lynx und Lynch die Verbindung zieht, dann kann man, denke ich, drauf kommen. Ich bin drauf gekommen, weil ich nachgeschaut habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich seinerzeit drauf gekommen bin. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlicher, dass mein älterer Bruder drauf gekommen ist und es mir dann einfach gesagt hat. Ich habe zumindest keine Erinnerung mehr dran. Egal, also wir wissen jetzt, wo wir hinwollen und da wollen wir dann jetzt auch einfach mal hin. Und vom Prinzip müsste man jetzt noch hier jeden einzelnen Planeten absuchen. Ne? Mhm. Toll. Aber da wir vollständige Unterlagen haben, wissen wir erstens mal, zu welchem Sternsystem wir wollen und zum zweiten, dass wir da auch auf eine andere Weise viel besser hinkommen. Nämlich, indem wir uns hier erstmal verdünnisieren und dann durch den Quasi-Space fliegen. So, lass uns hier mal raus. So. Glasses. Ah, Quatsch. Wollte ich doch gar nicht.
Ja gut, dann komm mal her. Bist du das? Welcome back. Ja. So, dann fliegen wir hier erstmal von den Dingern weg. Das nervt ja nur. So, jetzt machen wir es mal richtig. Quasi-Portal, Mensch, ist doch nicht so schwer. So. Und jetzt wollen wir, da gibt es nämlich praktischerweise ein Portal hin. Und das ist das hier. Okay. Und das System ist auch so, wie es über... Ach, da können wir hier... StarMap bringt hier nichts. Nein. Hat auch niemand Anspruch drauf. Also hier müssten wir relativ sicher sein. Ja. Qua und Urquan sind da unten. Und wir wollen jetzt hier nach Tetalynkis. Okay, na dann mal los. Okay, willkommen in Tetalynkis und ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns dann mal hier im System etwas genauer um und suchen ein beautiful Quitter. Das kann ja überhaupt nicht schief gehen. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.